Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen nochmals sehr herzlich danken dafür, dass Sie aus allen Regionen Europas hierher gekommen sind, um an dieser Zusammenkunft teilzunehmen. Ich werte das als ein ganz wichtiges Signal, das ausgeht von diesem Raum hinaus ins gesamte Europa. Ein wichtiges Signal deswegen, weil dieser heutige Tag mit Sicherheit auch eine ganz wichtige und entscheidende Weichenstellung für die Regionalpolitik Europas auf der einen Seite, aber auch für die Regionen in Europa auf der anderen Seite ist. Es zeigt sich heute meines Erachtens etwas, was in Europa gar nicht so selbstverständlich ist, insbesondere in der heutigen Zeit. Es zeigt sich, dass es offensichtlich noch immer möglich ist, Geschlossenheit in diesem Europa zu signalisieren und Entschlossenheit zu signalisieren. Geschlossenheit und Entschlossenheit für uns in den Regionen, in denen wir verantworten und für die wir arbeiten. Ich bin zutiefst überzeugt davon, meine sehr geehrten Damen und Herren, Europa braucht Regionen, aber natürlich, Regionen brauchen auch Europa. Dieser Grundsatz ist auch, wenn Sie so wollen, das Herzstück unserer Regioneninitiative. Und ich hoffe, das bleibt auch am Weg nach vorne, das Herzstück, das Europa letztendlich zusammenhalten kann. Wir alle wissen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass die Europäische Union aktuell vor unglaublich vielen Herausforderungen steht. Auf der einen Seite Brexit mit vielen offenen Fragen, die zurückgeblieben sind, viele offene Fragen, die in der kommenden Zeit intensiv beantwortet werden müssen. Auf der anderen Seite allerdings auch ist Europa konfrontiert mit vollkommen neuen Herausforderungen, die meines Erachtens vor etwa 10 oder 15 Jahren in keinster Art und Weise spürbar und sichtbar geworden sind. Was meine ich damit? Ich meine zunächst einmal die Sicherheitspolitik im Allgemeinen, ich meine speziell die Migrationspolitik und ich meine vor allem auch die Terrorbekämpfung, die letztendlich in den zurückliegenden Zeiten auf uns zugekommen ist und mit der wir uns immer intensiver auseinandersetzen müssen. Warum sage ich das, meine Damen und Herren? Ich sage das deswegen, weil ich natürlich verstehe, dass die offizielle Politik Europas sich sehr intensiv mit diesen Fragen konfrontiert. Aber gerade deswegen müssen wir natürlich sehen, dass wir als Verantwortliche in den Regionen eine besondere Herausforderung zu spüren haben. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ob dieser neuen Herausforderungen im großen Europa dürfen die Regionen nicht leiden und nicht unter die Räder kommen. Denn die Regionen sind ebenfalls heute mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Und nur die Regionalpolitik, das ist meine tiefe Überzeugung, garantiert auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung in den einzelnen Regionen. Das ist auch der Grund, warum wir uns wieder zusammengeschlossen haben. Aus gutem Grund würde ich daher sagen, warum wir uns wieder zusammengeschlossen haben, um dieses Positionspapier, das nunmehr vorliegt, ins Leben zu rufen. Nach dem Vorbild dessen, was wir bereits vor 5 Jahren getan haben, mit der vergangenen regionalen Initiative im Zusammenhang mit dem Blick nach vorne, was die Fördermöglichkeiten für Regionen in Europa anlangt. Nun, der zentrale Inhalt dieses Positionspapiers, das nunmehr vorliegt, ist relativ einfach erklärt. Die EU-Regionalpolitik muss über 2020 hinaus bestehen bleiben. Die EU-Regionalpolitik muss auch am Weg in die Zukunft alle Regionen berücksichtigen. Die schwächeren Regionen genauso wie die Übergangsregionen, aber auch stärkere Regionen. Ich glaube, dass es notwendig ist, bei all dem, was wir miteinander in der Lage sind, am Weg in die nächsten Jahre zu leisten,
dass für diese Regionen, für alle Regionen auch Fördermittel vorgesehen sind. Hinter dieser Initiative, meine sehr geehrten Damen und Herren, stehen aktuell 337 Regionen, Organisationen und Städte. Das ist meines Erachtens ein sehr starkes und, wenn Sie so wollen, ein unübersehbares Zeichen und Signal. Wir werden heute noch am Nachmittag diese 337 Unterschriften an alle EU-Institutionen übergeben. An die Kommission, genauso wie ans Parlament, an den Rat der Europäischen Union und an den Ausschuss der Regionen. Das Unterschriftenbuch ist, wenn Sie so wollen, so etwas wie ein Auftrag an die Europäische Union und ihre Institutionen, auf die Stimme der Regionen zu hören, die Regionen aktiv mit einzubeziehen, wenn es darum geht, die künftige europäische Politik zu gestalten. Ich meine daher, dass von dieser Initiative mehrfach ein Signal ausgeht. Das erste Signal ist, dass dies, was wir heute hier dokumentieren, ein eindrucksvoller Schulterschluss zwischen den Regionen Europas ist. Unsere Initiative ist breit verankert. Das können wir mit Sicherheit auch behaupten. Insgesamt 337 Partner ziehen an einem Strang. Das ist nicht selbstverständlich. Aus insgesamt 22 Mitgliedsländern der Europäischen Union, in dieser Region, die wir hier nun vertreten im Rahmen dieser Initiative, leben rund 365 Millionen Menschen. Das sind rund 72% der gesamten Bevölkerung der Europäischen Union. Damit ist diese Initiative diesmal noch größer, als sie beim letzten Mal vor 5 Jahren gewesen ist. 2010, 2011 haben wir in dieser Initiative 154 Regionen und Städte zusammengefasst. Diese 154 Regionen und Städte haben damals rund 290 Millionen Menschen vertreten. Dieser Schulterschluss ist daher das eine Signal. Das zweite Signal, das ich gerne aussprechen möchte und das am Weg und in der Wirkung nach vorne unglaublich wichtig ist: Regionalförderung ist ein Investitionsmotor in Europa. Ich weiß, dass das zunächst einmal als ein Schlagwort hingesprochen ist. Ich möchte allerdings das, was ich mit diesem Schlagwort ausdrücke, am Beispiel meiner Heimatregion Niederösterreich kurz ansprechen. Niederösterreich hat gezeigt, dass Regionalförderung unglaublich viel bewirken kann. Niederösterreich ist eine Region mittlerweile im Herzen Europas, das jahrzehntelang am Eisernen Vorhang gelebt hat. Wir wissen ganz genau, was es bedeutet hat, am Eisernen Vorhang leben zu müssen, mit all den negativen Konsequenzen, die in der Entwicklung dieser Region damit verbunden waren. Wir hatten daher nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Aufgabe, einen unglaublich intensiven Aufholprozess zu starten, um aus einer schwachen Region wieder eine stärkere oder, wenn Sie so wollen, eine starke Region zu werden. Heute, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind wir eine Region, die an Stärke gewonnen hat. Und wohl eines meiner größten Erlebnisse, verehrte Damen und Herren, war für mich der 15. Juni dieses heurigen Jahres, als ich aus der Hand von Präsident Makula den Innovationspreis für die innovativste Unternehmerregion Europas in Empfang nehmen durfte. Das ist wohl der beste Beweis dafür, dass es durch intensive Regionalpolitik und deren Förderung gelingen kann, aus einer schwachen Region eine starke Region zu machen. Die Regionalförderung der Europäischen Union war dabei ein ganz entscheidender und wichtiger Motor. Niederösterreich erhält derzeit
In der Förderungsperiode 162 Millionen Euro. Und wie schon Präsident Makula angesprochen hat, einen Multiplikatoreffekt pro Euro durch die Kohäsionspolitik von rund 1,3. Das heißt, ein Euro, der nach Brüssel geht, für den kommen 3 Euro nach Niederösterreich zurück. Insgesamt, meine sehr geehrten Damen und Herren, geht es allerdings um viel mehr, nämlich um ein Budget von rund 350 Milliarden Euro für 7 Jahre in Europa. Das ist ein Drittel des gesamten EU-Haushaltes. Dazu kommt, jeder Euro aus dem EU-Budget wird natürlich in den Regionen durch die nationale Kofinanzierung erhöht. Das ist natürlich ein enormes Investitionsvolumen. Ein Investitionsvolumen übrigens, das wir angesichts der konjunkturellen Entwicklung auf diesem Kontinent dringend brauchen, auch am Weg in die Zukunft. Das ist ein enormes Investitionsvolumen für Infrastrukturprojekte, für Arbeitsplatzmaßnahmen, für Gesundheits- und Sozialprojekte, für Wirtschafts- und Tourismusprojekte, für Kultur- und Integrationsprojekte. Das bringt den Menschen den Nutzen der Europäischen Union näher. Ich sage das deswegen so deutlich, weil ich ganz genau weiß, dass wir vom Klimatischen der einzelnen Regionen zum gesamten Europa sehr viel Arbeit haben werden, haben jetzt schon und haben werden am Weg in die Zukunft. Dass es wieder unbedingt notwendig ist, den einzelnen Menschen vor Ort in der Region klarzumachen, welchen Sinn und welche Zukunft dieses Europa für sie persönlich hat. Damit bin ich beim dritten Punkt und beim dritten Signal, meine sehr geehrten Damen und Herren. Weit über das Materielle hinaus hat meines Erachtens diese Zusammenkunft und vor allem dieses gemeinsame Positionspapier auch die Bedeutung, dass wir das Bewusstsein für die Regionen in Europa auf diese Art und Weise wieder schärfen können. Stärken der Regionen heißt gleichzeitig auch Stärken Europas. Nur über die Stärkung in den Regionen können wir auf der einen Seite das wirtschaftliche Potenzial viel punktgenauer nutzen, können wir auch die politische Stabilität entsprechend stärken und können wir die Akzeptanz für Europa erhöhen. Es darf niemand vergessen, je unterschiedlicher die Entwicklungsstandards in den einzelnen Regionen innerhalb Europas sind, umso schwieriger wird es, den europäischen Gemeinschaftssinn auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen führen letztendlich im Long Run auch zu starken sozialen Spannungen. Und das ist es, was wir gerade in Europa nicht brauchen am Weg in die Zukunft. Wenn Regionalförderung in Frage gestellt wird, dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Disparitäten größer werden und sich verfestigen oder gar sich neue Disparitäten herausentwickeln. Niemand kann weitere Gräben, meine sehr geehrten Damen und Herren, in Europa wollen. Gerade in Zeiten, wo wir unglaublich auch bezüglich des allgemeinen Klimas herausgefordert sind. Es kann doch niemand in Zeiten wie diesen wollen, wo Populismus und Nationalismus sich breit machen, Alleingänge immer öfter an der Tagesordnung sind, dass wir das Gemeinsame aus dem Auge verlieren. So bin ich zutiefst überzeugt, dass wir alle Möglichkeiten nutzen müssen, um dagegen anzukämpfen, um das Zusammenwachsen in Europa zu stärken und das Zusammenstehen für Europa zu festigen. Regionalpolitik, das ist meine tiefe Überzeugung, mit einer langfristigen Regionalförderung ist wohl eines der zentralen Instrumente, um dieses Wollen auch entsprechend zu dokumentieren.
Das ist der Grund, meine sehr geehrten Damen und Herren, warum ich mich jetzt abschließend sehr, sehr herzlich und intensiv bedanken möchte. Ich bedanke mich bei allen Regionen, die hier dieser Initiative beigetreten sind, um dieses starke Dokument nach außen zu ermöglichen. Ich bedanke mich an allen Verbindungsbüros, die mitgearbeitet haben im Hintergrund, um diese Gemeinsamkeit auch organisatorisch vorzubereiten, insbesondere beim Regionalbüro von Niederösterreich, bei Ilse Stadelmann. Und ich bedanke mich bei allen politischen Vertretungen, die ihr Ja gegeben haben, um diesen heutigen Tag erleben zu können. Ich bin überzeugt davon, dieser heutige Tag kann ein guter Start sein, um die Regionen Europas am Weg in die kommenden Jahre und Jahrzehnte weiter zu stärken. Das ist mein Wille, das ist mein Wunsch und das wünsche ich uns allen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.